is life without a little bit of intrigue? The cultists have clearly marked this crypt as a spot of trouble for them. Perhaps clearing the place out will put you in their good graces. Or maybe you're just hoping to find a big stash of treasure, untouched by looters' hands. Once you arrive, the smell makes you regret your decision more than anything else. It's not the fact you've had it up to here with exploring old decrepit ruins. It's not the undead horrors shambling and moaning in the shadows. It's the smell. The smell of death and soullessness and rotting flesh. So, fangen wir an. Stimmt, ich habe hier mal einen krassen neuen Angriff. Wäre die Frage, wie sie sich stellen, ne? Ich könnte ein bisschen was ziehen. Würde ich die richtig positionieren. Wir machen halt die 5 Schaden. Wir müssen eh. Weil ich glaube, wir müssen. Erreiche die Schatzkammer, töte alle entdeckten Gegner. Ja doch, wir müssen ja eh alle töten. Ich meine, damit könnte ich 2 Skelette auf einmal besiegen, einfach, ne? Ich glaube, wir machen erstmal die Wunde vorne auf den, ne? Reichweite 1, 2, 3, ja. Die Reichweite ist da. Und wir stärken uns, ne? So, bei ihr müssen wir nochmal gucken. Wir sollten ein bisschen... Gut, können wir damit natürlich direkt das Eis holen. Oder wir machen einfach den... Die komische Explosion. 3 Reichweite. 1, 2, 3, ja. Ich glaube, ich stelle es über hier hin, weil ich glaube, die Leichen sind ein bisschen langsamer unterwegs, ne? Also die haben ja unten, ne? Leider über den nächsten 3 Schadensquellen bei Angriffen, die dich anvisieren, kein Schaden und alte Vergeltung 3 Reichweite. Das ist unten sogar doch auch nochmal richtig gut. Da können wir sie sehr gut einfach mal irgendwo reinsetzen. Meine Güte. So, ich glaube schon die 4 Bewegung mit Sprung. Jo, komm. Schildheilung. Okay. Also für das, dass die sich nicht so krass bewegen. 3 Bewegungen. Ja, die kommen direkt dran. Und vergiften. Das ist natürlich 1, 2, 3. Ja, der kommt sogar. Gut. Die will mich hart verprügeln. So. Nicht krass hart. Auf der rückgängig machen. Nee, wir stärken uns erstmal. Dafür ihn an mit der Wunde, damit er sich nach und nach verletzt. Ne? So. Karte zurückholen. Da bringt jetzt nicht so viel. Ja, er wird wahrscheinlich, wobei, nee, die greifen auch immer den an, der schneller war, ne? Ja. So, wir bewegen uns jetzt mal eben hier hin, damit wir einen Nachteil haben. Wegen Überspringen, dann können wir dennoch bei dir angreifen. Rotation. So. Gut, Schild haben sie nicht. Will ich mir den Vorteil. Nee, aber die plus 1 Angriff. Ja, wir müssen den auch immer ein bisschen ausdünnen. Ja, komm. Nice. Da haben sie auch nicht mehr viel. Schön erstmal alle Elemente aktiviert. So, machen hier die Heilung und dann machen wir, glaube ich, kaltes Feuer. Und könnte ich. Das sind 3 Schaden, ne? Also sind betäubt, das heißt, die beiden machen auch nichts mehr. So, und er. Mit einigen Schritt kann ich sie auf jeden Fall safe bei dann besiegen, wenn sie noch leben sollten. Oder. 1, 2, 3. Ich gehe auf den Blitz, dann kriege ich den anderen da. So langsam schon mal besiegt, ne?
Machen wir und holen uns hier mit zwei Karten zurück. Angriff 5, 2 Ziele, das ist gut, ist weit genug weg. So, erstmal hier heilen, ne? Dann mit unseren Elementen. Sie fragen mich, wo sind die betäubt? Das heißt, sie können jetzt nichts zu eh nichts machen. So. Gucken wir uns irgendwas zurückholen bei ihr. Eigentlich nicht, ne? Ich glaube, damit könnte ich gleich angreifen, die einfach direkt besiegen. Wobei vielleicht die 7er Karte, ne? Nee, komm. Ist okay. Sind wir erst dran. Was machen die eigentlich nochmal? Ah ja, 5 Angriff aus der Entfernung. So, guck mal, ich kann sogar. Ich könnte das sogar jetzt benutzen, ne? War ja bei Stars, aber er ist. Also bringt aktuell nicht viel. Aber er ist eigentlich auch eine nette Kombination, ne? So, ihr haltet euch ja nicht, ne? Ne, ihr bleibt einfach nur stehen. Wir machen die 5 Schaden und gucken mal, wie viel durchkommt. Okay, so eine Karte zurück. Nice. Dann kriegen wir hier auch Karten zurück. Also Quartiermeister ist wirklich eine sehr, sehr nette Karte, ne? Ja, Wetzschein und Schrift des Blitzes. Eieiei, so. Und zu binden. So, er hat immer noch die 2 Leben, ne? Hier habe ich eine Reichweite von 3, 2 Schaden, damit ich ihn hier besiegen. Das reicht ja. Das ist gut. So, und unten. Was machen wir unten? Die 3 Bewegung. 1, 2, 3, ja. Ist eigentlich auch vollkommen okay. So, und hier. Ich kann die plus 1 geben. Ich frage es, wie schnell sind die guten Freunde, ne? Machen wir es so rum. Vielleicht kommen die hier in die Nähe. Wobei, wenn die. Ah, brauche ich oben die Bewegung, ne? Die müssen ja nah genug rankommen. Das machen sie wahrscheinlich nicht. Machen wir es so rum. Und eine Bewegung von 3. 1, 2, 3. Ja, kommt sogar einer. Einer kommt sogar in die Nähe. Ne? Ich überlege sogar, eher den Angriff zu machen. Weil ich dann safe den anderen besiege. Anders, wenn ich mich hier hinstelle. Ich ihn, ihn und ihn, ne? Ich mich hier hinstellen, war ich hier. Eins, zwei, drei. Ne, komm, stell mich hier hin. Zack. Ja, wir werden überspringen. Dann kann ich hier den Angriff machen. Auf ihn, ihn und ihn, weil der weiter weg ist. Schild weg und Vorteil. Schauen wir uns mal an, wie der Damage ausfällt. Besiegt. Besiegt und hier. 2. Und auch noch ein Leben. Dann können wir uns unsichtbar machen. Weil dann kommen die hier gar nicht an uns ran. Und zubinden. Okay, er kommt doch an mich ran, aber egal. Da haben wir das Schild. Ach so, ach so. Ja, natürlich. Oh. Ja, wobei doch, komm, wir können die kassieren. Wenn wir nachher einfach auch. Zack, aktivieren wir. Greifen natürlich da hinten seinen Freund an. Und hoffen doch mal auf guten Damage, ne? Nice, das reicht. Die Frage ist, möchte ich. Wie viele Karten habe ich drin? Ja, ich habe genug Karten drin. So, komm, holen wir sie auch zurück. Ja, die beiden neu schmieden. Ich habe schon den Bogen ja verbraucht, ne?
Können uns den ja auch wiederholen, ne? Ja. Ich glaube, das wäre auch gar nicht so verkehrt. Machen wir das und das. Und hier. Gut. Machen wir es so rum. Wir werden uns einfach nur bewegen, weil ich glaube, Beute 1 habe ich ja eh nicht. Ein bisschen was langsamer ist okay. Ja. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt sind wir wieder hoch auf 3. Okay, komm. Wir werden da eh nicht durchkommen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber ich kann jetzt hier, glaube ich, mit meinen Boots hier hin bewegen. Ich das Gold. Halt, nochmal angreifen. Ja, wahrscheinlich gar keinen Schaden sogar. Und, ach guck mal, ich hab ja eh. Hätte ich gar nicht machen können, ist ja oben die Karte, ne? Haha, okay. Egal, wir nehmen mit. Die Fünferbewegung und die Wunde. Wobei, ne, die Heilung lieber. Die Heilung ist nicht verkehrt. Jetzt die Frage. Hier einfach die 4 Schaden drauf mit Licht. Ich auch einen Erfahrungspunkt. Reicht es? Ja, okay. Nice. Und dann können wir natürlich uns jetzt. Darauf bewegen und wegen überspringen. Warum uns das Gold? Will ich jetzt einen Ausdauertrank benutzen? Rasten jetzt gleich kurz, ne? Gibt schon 8 Gold hier? Oder war das einfach nur leider 2 Haufen? Ich glaube, lang 2 Haufen, ne? Okay, wo gehen wir denn jetzt lang? Ich würde sagen, wir gehen hier links lang. Ja, die 5er Bewegung. Wobei, ich könnte bei ihnen noch eine lange Rast machen. Dann krieg ich halt. Ich krieg echt gute Gegenstände zurück, ne? Wobei, das machen wir, glaube ich, im nächsten Raum dann. So. Ich bin jetzt hier krass gerade. So, und sie darf ja nur kurze Rast machen, ne? Was müssen wir denn eh machen? Ah, gute Karte, aber. Ich hab die ja auch weg, ne? Gut, hier haben wir die 4er-Bewegung. Kann ich machen. Jetzt wäre die Frage, wie die sich stellen, ne? Ja, mehr als ausprobieren können wir es ja nicht. Verstehen die ja eigentlich jetzt gleich ganz gut, ne? Bestätigen. Oder verstehen die auch echt nicht. Geil. So, was haben die denn? Bewegung 4, Bewegung 3, die da hinten, die. Okay. Ah. Jetzt kommt der E ran, ne? 1, 2, 3. Ich müsste ja sogar. Ich müsste mich eigentlich hier hinstellen. Aber ich stelle mich hier hin, dann wird er wahrscheinlich hier hinkommen. Und er hat auch 1, 2, 3. Ja, gut, er wird auch hier hinkommen. Wenn hier steht, 1, 2, 3, dann steht er hier und er kommt 1, 2, ne, 1, 2, 3, 4. Und der wird 1, 2, 3. Da müsste er hier stehen und durch angreifen. Okay, ich bewege mich jetzt hier hin. Einfach nur, um diesen Angriff machen zu können. So, Angriff überspringen. Das will ich ja natürlich gerne ausprobieren. Weil die sind ja eh noch zu weit weg. Da können wir eh. So, ich stelle mich dahin. Ah, mal 2. Da bin ich mal wieder froh, dass ich doch meinen Helm habe, ne? Ja, es ist okay. Greif euch 3 Mal an.
So. Also jetzt haben wir hier die Viererbewegung. Wir können jetzt bis nach hier gehen. Was ja dumm ist, weil ich habe ja hier eine Reichweite von 2. Das heißt, eigentlich müsste ich mich doch hier hinstellen. Also ich das bald doch einsammeln können. Okay. Gut, dann bewegen wir uns doch hier hin. Wo springen wir noch in diesen Angriff? So. Ach, okay. Okay, okay. Ich kann das sogar so setzen. Alles klar. Oder, also ich kann es hier einfach so in einer ganzen Reihe. Das ist wirklich stark. Ne? Ja gut, wenn es halt... Also ab 2 kann ich es ansetzen. Jetzt 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4 Felder noch vor. Okay, cool. Ja, zum Bestätigen. Ist ja jetzt so zu sagen, eigentlich mit unserem mächtigsten Angriff, den wir aktuell wirklich haben. Ne? Oh, yeah, yeah. Nur die Karte jetzt gerade wiederholen. Bringt noch nicht so viel. Also die ist jetzt eh verbrannt. Die kommt ja jetzt gleich wieder. Okay, dann machen wir das auch. Komm. Jetzt hat immer eine Viererbewegung rein, theoretisch. So, und Zug beenden. Ihn haben wir sogar betäubt. Das ist sogar noch besser. Kann ich natürlich jetzt gut durchstechen, ne? Das Problem ist, dass die halt... Ja, die haben... Ne? Was soll ich sagen? Nein, ja, okay, nee. Nee, nee, nee. So, jetzt auch nochmal gucken. Wir haben... Betäubung? Ich könnte den dahinter auch betäuben. Glaube ich auch mit am sinnvollsten. Ne? Reichweite von 1 ist leider nicht gegeben, aber ich betäube beide. Ja, komm. Und dann machen die nichts, ne? Weil die hätten auch ordentlich Damage jetzt wieder, ne? Also wirklich ordentlich so. Zack. Vielleicht sicher auch einen guten Multiplikator. Ja, guck da mal, 2. Ist doch eigentlich ganz nett, so. Da treffen wir da nicht. Ich weiß gar nicht, hätte ich das vorher schon. Aber so habe ich mir den Segen wenigstens aufgespart für gleich. So. So, wir gehen einen Schritt hier hin. Doch, erst betäubt. Okay. Was machen die eigentlich da hinten? Okay, die bleiben da hinten stehen. Alles cool. Hier hin. Sammeln wir uns das Gold ein. Bewegung über. Und hier mal bitte richtig ordentlich. Okay, schade. Schaden austeilen, habe ich gesagt, aber eher weniger, ne? Und jetzt da rein theoretisch, ne? Diesen 5er gleich hätte. Das wäre schon ziemlich heftig. So gut, ich kann mit den Riesenknüppel, kann ich natürlich jetzt hier vorne einfach mal den Freund umhauen, ne? Ich müsste nur hoffen, dass ich auch schneller bin. Machen wir. Und hier. Ich habe halt 2 Karten noch. Aber nichts aktiv, ne? Reichweite 3. Ja, machen wir ein bisschen Schaden. Nicht den hinteren vielleicht jetzt direkt besiegt. Also mega ärgerlich, dass er hier vor mir angreifen darf, ne? Der macht halt so viel Schaden auch. Ich werde den auch nicht besiegen jetzt, oder? Ne. Also was ich versuchen kann, ist ihn halt auf sie zu lenken, aber ist auch komplett dumm. Ja.
Wegen überspringen. Jetzt ist die Karte auch weg. Jetzt könnte ich mir die natürlich wiederholen. Wobei, ich mache gleich eine kurze Rast. Dann gucken, was ich krieg. Ich weiß auch, was er überlebt, aber. Okay, es sind schon mal 5 Schaden. Ja, die kassiere ich. Okay, Siki-Chan, das ist okay. Und jetzt sind wir dran. Okay, nice. Okay, schnell. Jetzt eigentlich besiegt, ne? Ja. Dann gehen wir ein Feld zurück. Bewegen wir springen. So, die bewegen sich. Ja, die kommen nicht so nah ran. Mit ihm müssen wir uns jetzt gleich heilen. Auf jeden Fall. 1, 2, 3. Okay, die kommen. Die kommen schon verdammt weit, ne? Okay. Kurze Rast. Ja gut, die Karte bringt mir gerade recht wenig. Dann kann ich ihr natürlich den Bogen wiedergeben. Das ist eben die Frage. Ich bräuchte 3 Schaden. Die habe ich nicht. Okay, kurze Rast. Gucken wir mal, was wir wieder kriegen. Okay, die geht weg. Das heißt, wir haben die Angriffe. War doch damit. 1, 2, 3. Damit hätte ich genug Geschwindigkeit. Das Problem ist, ich bin dann. Also er muss ja schneller sein. Ich muss ja mit ihm schneller sein, ne? Bei ihr kann ich nur. Hier habe ich nur die 20er. Ja, wir machen es so rum. Bleibt ja nichts anderes übrig. Dann ist die Frage, sind ja beide dann weg unten? Ich eine wieder und dann muss ich ja schon das machen. Ja gut, dann muss ich mich hier heilen. Und hier. Aber nee, ich heile mich ja oben, ne? Ich brauche unten was. Ihn bringt auch nicht viel bewegen. Ja, wir können es bewegen. Wir gucken mal. Die sind recht langsam. Okay, jetzt die Frage: Wir haben eine Bewegung von 2 oder eine Reichweite von 2. Das heißt 1, 2. Jetzt, sie kommen nur so hin in diesen Bereich. Überlege ich jetzt gerade. Ich komme gar nicht so weit, ne? Es doch sehr defensiv angehen zu lassen, indem wir uns hier das Gold holen. Wir stehen nämlich weit genug weg. So, das hier auflösen. Ja, springen. Gut, bringt gar nichts. Egal, wir holen uns das Gold. Ah, das weiß ich, habe das jetzt aber gar nicht aktiviert. Ne? So, und wir bewegen uns hier hin, machen die Heilung. Und dann Aktion beenden. Jetzt muss ich halt nur gucken. Dass ich mir. Gut, dann erstmal die kurze Rast machen. Ja gut, da geht der 7er ja weg. Das ist. Ja, ist ja okay. Und dann noch die beiden Sachen. Wenn er auch stehen bleiben und erneuern. Damit erneuern wir bei ihr Sachen. Okay. Da haben wir unten noch die Möglichkeit, ne? Aber unten haben wir ja. Wir haben unten jetzt bei ihnen ja nicht so tolle Sachen, ne? Man kann es ja mit 5 nochmal bewegen, aber ja. Ah, okay.
Ist in Ordnung, ne? Hm. Wie weit geht jetzt? 1, 2, 3. Ja, da hat er eine Reichweite von 2, 1, 2, 3, 1, 2. Also alles in dem Bereich. Das heißt, ich kann mich eigentlich hier hinstellen. Dann treffen die mich ja auch nicht. Ich kann meinen Bogen refreshen und dann kann man da richtig gut Schaden drauf machen. So. Und dann brauchen wir nur 3 Damage und die haben wir ja bei ihr. Ja, er kann hier den verstehen beiden. Die Frage, ob wir gleich einfach links lang gehen wollen. Aber eher nicht. Oh, von da aus kommt er dran. Und auch auf beide. Alles klar. Na, 3 Schaden ist halt viel, ne? So. Der Feuerball macht genug Damage. Wir müssen jetzt nur. Ziemlich blöd, dass sie sich nicht nebeneinander gestellt haben, ne? Gut, ich könnte mich mit den Raketenstiefeln. Ich habe eine 5er Bewegung. 1, 2, 3, 4, 5. Oder 1, 2, 3, 4, 5. Kann ich mich hier hin bewegen, ne? Machen wir auch so rum. Wie gesagt, ich muss halt gucken, dass ich sie beide besiegt kriege. Und ich muss mich auch ein bisschen sputen und bewegen, ne? Und hier machen wir eine lange Rast, damit sich mal unsere ganzen Karten wieder aktivieren. Ne? Die 2 Leben sind eigentlich auch nicht verkehrt. Gut. Es ist nur offen, dass wir natürlich auch beide besiegen. Ansonsten hätten wir ein Riesenproblem. Aber eigentlich habe ich ja gute Karten ja drin. Wunderbar. Geht doch. Ist jetzt der Feuerball weg? Ja, zu spenden. Quartiermeister, was möchten wir denn ablegen? Unsere beiden guten Bewegungsschritte oder die Heilung? Das ist ja auch mit unserer schnellste Karte, ne? Hätte ich die nochmal brauchen, die 4 Heilung? Ich werde gleich den Ring hier versuchen einzusetzen, ne? Ne, komm. Mal gucken, ob es ein Riesenfehler war oder ein super Manöver. Okay, so. Wir haben 5 Schritte. 1, 2, 3, 4, 5. Und da können wir den Bogen auch wieder reaktivieren. Leider kann ich damit ja nicht beide Elemente aktivieren, ne? Oder aktiviere ich hier irgendwie ein Element? Nee, ne? Okay, müssen wir nur langsamer sein, was gar kein Problem ist. Beute machen wäre natürlich ziemlich dumm. Ja gut, die hebe ich mir natürlich auf für gleich und dann ja, nutzen wir die beiden Sachen. Aber ich habe gerade überlegt, eine lange Rast zu machen, damit wir die Stiefel wieder kriegen, ne? Ja, wir machen auch eine lange Rast, komm. Wir heilen uns und kriegen die Stiefel wieder. Und wir kriegen ja auch, Bewegung bestätigen, den Bogen wieder. Ich glaube, das ist um einiges sinnvoller als diesen einen Verstärkungspunkt. So. Ja, danke. Ja, den Mana-Bolt, ja, wobei. Ich brauche die 4er Bewegung. Das heißt, der Mana-Bolzen muss halt leider weg. Ich muss ja irgendwie mal so langsam vorankommen. Ne? So, 1, 2, 3, 4. Mit den Stiefeln komme ich da gut drüber. Ne? Und oben könnten wir uns hier was erneuern. Also, und hier haben wir jetzt auch die Wahl. Die 4er Bewegung. Und oben.
Nehmen wir das hier, ne? So, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, warte, er hier hat ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, komm, bis dahin, okay. Ja. Okay, so, und die Stiefel bitte aktivieren, mit denen ich nicht da drauf komme. Okay. Ist das ein Hindernis? Ne, kostet mich einfach nur 2. Wie blöd ist das denn? Okay. Kommt er denn darüber? Ja, er kommt wenigstens ein bisschen. Doch, ja. Und dann erneuern wir unseren Krafttrank, oder? So, ein kleiner Krafttrank, ja. Danke. Und. Mach eine kurze Rast. Tu mir halt mal eine gute Bewegung wieder. Die 5er. Ja, machen wir. Nur die. Ja, genau den wollte ich eigentlich haben, ne? Aber ich kann mir eigentlich auch nicht leisten, noch mehr Damage zu kriegen. Ja, nee. Ich kann es mir, wie gesagt, nicht leisten, jetzt noch mehr Damage zu kriegen. Und 1, 2, 3, dann können wir einen Schritt auch zurückgehen. Komm so rum. Und bei ihm muss ich mal gucken. Gut, könnt versuchen, den hier wieder zu bekommen, ne? Er muss sich auch dann vielleicht damit was angreifen, ne? Ja. Oder wenn die nah genug dran sind, den anderen Angriff vielleicht. Ich wollte damit, ne? Boah, ich habe 2 Reichweite und dann geht das sehr weit nach hinten. Ich hätte dann auch Eis. Boah, ich glaube nicht, dass sie sich so krass bewegen werden, ne? Egal, wir versuchen es so rum. Wir versuchen es so rum. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wie weit steht ihr weg? Komm schon, Spiel. Zeig es mir. 1, 2, 3. Okay. Lähmung und Verwirrung. Okay, der will. Ihrer Bewegung. Oh, der hat auch eine krasse Reichweite. 1, 2, der kommt eh ran. Das heißt, ich kann hier auch stehen bleiben und hat dann die Reichweite auf ihn. Okay, ja. Frage ist, möchte ich mir jetzt schon eine Karte zurückholen? Ne, ich würde mir die hier wahrscheinlich zurückholen, ne? Mit dem Krafttrank, 6 Schaden. Damage. Den muss ich gucken, dass ich den gleich besiegt mit meinem Bogen. So, ab zum Bestätigen. Ja. Und ich hoffe, das Blitz ist zurückholen. Beenden, ja. So, er tut mich ja nur hier festsetzen, das ist okay. Er macht halt jetzt ein bisschen was an Schaden, ne? Er trifft auch nur einmal an, oder? Ich kann das sogar noch ein bisschen tanken. So. Wir haben jetzt hier die Qual der Wahl. Aber ich komm bis hier sogar. Okay. Das ist krass. Ja gut, wir stellen uns jetzt hier hin. Dann haben wir natürlich, wenn wir springen, den Angriff hier. Kann ich nur hier hinsetzen. Das war's, ne? Ich weiß gar nicht, treffe ich meinen eigenen Freund eigentlich damit? Ich denke mal nicht, ne? Aber egal. Machen wir noch so. Davon braucht beides nicht. 6 Schaden. Ah, ja. Und ich bin. Ja, doch, schon die Karte zurück. Ich krieg 2 Karten zurück, ne? Bringt mir nicht so viel, 2 Karten, aber eine kann ich mir wiederholen. Dann habe ich die 20er Karte immerhin. Weil die wird leider eh nicht mehr so viel machen. Ich muss nur gucken, dass ich da den Schaden drauf krieg. Mit den Elementen. So.
Was heißt, ich kann. Ich muss ja die beiden Sachen nutzen. Die ist verbrannt, die wir dann unten. Aber ich kann mich halt krass heilen, ne? Weil die wird mir eh nicht so viel. So, hier. Ja gut, was machen wir mit ihm? Haben wir auch nicht so viel. Ich könnte eine lange Rast machen. Würde mir auch nicht so viel bringen. Ich könnte natürlich den 5er Schaden einfach machen. Ich hoffe, dass ich überlebe. Aber der darf auch nicht mehr so viel Damage machen. So, wir gehen. Ein, zwei, drei. Ist das die drei Reichweite? Die reichen? Ja, die reichen, okay. Bis nach hier, damit sie den Schaden tankt. Machen dann diesen wunderbaren Angriff mit den beiden Sachen. Und hoffen, dass wir auf 4 Schaden kommen, um den zu besiegen. Nice, haben wir geschafft. Genau so. Genau so soll das auch laufen. So, die waren eine Leiche. Die kann auch gerne angreifen. Das ist okay. Habe ich gar kein Problem mit. Der gute Freund kann jetzt hier sich einfach krass heilen. Dann die 5 Schaden auf ihn hier machen. Ich habe immer noch den Nachteil, das ist auch nicht schlimm. Sind halt 5 Damage, ne? Dann holen sie die Karte auch wieder. Im nächsten Zug auch wieder 5 Schaden machen. Und dann fehlt ja nur noch einen Damage. So, andersrum ist die Frage. Wie will ich es andersrum machen? Ich glaube, dass er zu mir rankommt, dann hätte ich ihn damit verprügelt noch, ne? Machen wir es so rum. Guck mal. Ah, guck. Ah, okay, es wird zu langsam. Schade. Ja, machen wir hier die 5. Ja, hier kriegt sogar einen Damage. Ist ja eh besiegt. Okay, ist auch so schon besiegt. Alles klar. So, hier haben wir 4 Gold. Hier haben wir auch 4 Gold. Hier haben wir auch 4 Gold. Na gut. Stellen wir uns auf die 4 Gold und lösen die Krypta auf, oder? Nice. After the terrible shrieks and moans of the undead, the sound of someone clapping is at once foreign and alarming. Turning around, you see a hooded figure standing at the edge of your torchlight. You raise your weapon, but the grin on his silhouetted face isn't menacing in a way that calls for arms. It is menacing in a way you've never experienced before. Well done, sirs, the figure lilts. My, my, but you do have a way about you, don't you? And you've certainly gotten our attention now, removing this troublesome crypt of its rogue undead element. We very much prefer our undead to be the controllable variety now, don't we? There is a long pause as the figure stares at you, still grinning. Well, perhaps you'd be so kind as to do us another favor. After which, we'll be mostly settled on the whole issue of you murdering some of my brethren. He stops grinning. There is a necromancer in Gloomhaven. Been giving us a spot of trouble, sending mercenaries out to do her dirty work against us. Maybe you've met her. Kill Jaxera. Bring her head to our headquarters. And we'll see about letting you live.